Hallo Freunde, ich darf euch ganz herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Heute habe ich was ganz Spezielles vor, denn ich möchte Mallet oder Full 29 testen. Hier möchte ich nochmal das Ganze auf die Probe stellen, was wirklich besser ist. Deshalb bleibt dran und ja, ich habe Bock. So, da musste ich jetzt kurz warten. Jetzt auch noch eine Durchsage. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich starte jetzt erstmal mit Full 29. Das bin ich auch die ganze Zeit gefahren, weiß ungefähr wie es ist und dann switchen wir auch schon in der nächsten Runde direkt auf 27,5 und testen es dann ordentlich. Jetzt nehme ich euch einfach nochmal mit. Ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr habt genauso viel Bock wie ich auf dieses geile Video und schreibt auf jeden Fall mal rein, was ihr fahrt und was ihr persönlich am geilsten findet. Würde mich echt interessieren und dann legen wir jetzt los, nicht mehr lang schnacken, auf geht's. Vielleicht habt ihr es auch schon im Intro gehört, ich bin echt noch ein bisschen erkältet und jetzt habe ich noch nicht so viel Power oder es ist allgemein gerade nicht so viel Power da. Bisschen schade und deswegen will ich es auch nicht übertreiben. Wir testen trotzdem das Ganze ausführlich. Nur immer mal ein paar kleine Pausen. Echt langsamer, wenn ihr es gesehen habt. Jetzt wäre ich fast, hätte ich mich ausgenockt. Mein Eier, schön hier zwischen Reifen und Sattel, so weit war ich schon hinten, um es auszukorrigieren. Alter! Ey, will doch einfach nur testen. Mann, und bin ich denn auch nicht voll bei Power, ey? So ein Scheiß. Geht doch nicht weg, diese. Okay, dann fahren wir jetzt mal weiter, ganz entspannt. Also was heißt entspannt, halt mal nicht übertreiben. Juhu. Boah, das war ja, aber es war smooth. Boah. Mache ich denn jetzt? Viel zu weit nach rechts geschwungen, ist auch noch nicht passiert. So, es gab noch ein paar Probleme beim Umrüsten. Ihr seht aber jetzt hier, wenn man jetzt das so gemacht, weil es fokussiert nicht hier. Einfach ein paar Ventilkappen mit drauf geschraubt. Sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, aber es bremst und jetzt können wir wenigstens das Ganze nochmal hier ordentlich testen. Auf geht's! Läuft der hier mit Hub rum bei der Wärme. Einfach mal rumhanteln. Ja. So, jetzt stehen wir wieder vor der Daune. Mallet ist verbaut. Und genau, jetzt testen wir das Ganze. Bin echt gespannt, wie es jetzt verhält zu dem anderen. Thank you.
Alter, kurzes Päuschen und dann erzähle ich euch mehr. Also ich muss schon sagen, nach den ersten Metern, wow, macht das Gaudi, es ist irgendwie richtig geil. Es ist teilweise bei vielen Schlägen nicht ganz so laufruhig, habe ich das Gefühl, aber ultra wendig und es fühlt sich halt irgendwie hinten, es ist ja dadurch, dass es kleiner ist, ist es halt auch viel verspielter. Ich weiß auch nicht, also bei dem Sprung da bist du einfach nur so drüber geflogen, so das Hinterrad ist, musste nicht so erst noch so drüber rollen, sondern das Gefühl einfach nur so bam, rüber, weggescrubbt, hat gepasst. Ja, jetzt schauen wir mal noch bei den engeren Passagen, vor allem da unten, was das dann noch so ausmacht. Bin richtig gespannt. Fahren weiter. Geil! Alter, das war ein heftiger Einschlag. Auf der Hand. Boah. Boah, Junge. Boah, ist das rough. Wee. Also ich hoffe, ihr könnt mich ganz gut hören. Es ist übelst windig hier oben. Aber wir fahren jetzt nochmal den Enduro Trail. Habe ich richtig Laune drauf. Und wir probieren da jetzt nochmal das letzte Setup aus. Bis jetzt wirklich bin ich zufrieden und ich probiere es wirklich auch mal in den nächsten Bikepark-Tagen zu fahren und vielleicht auch im nächsten Rennen. Wir werden sehen. So, dann fahren wir nochmal den Enduro Trail. Bin ich auch echt lange nicht mehr gefahren. Mal gucken, was der so für uns hat. Das Stück war übelst flauig gerade. Alter. Boah, boah, Junge. What the fuck? Und hier springt mein Hinterrad schon ein bisschen rum. Alter. Das ist ja aber auch wild. Ja, also das hat ordentlich reingeknallt, aber es hat sich irgendwie smooth angefühlt. Fast geiler als mit dem 29er. Ich werde jetzt weiterfahren. Ja, und auch schneller hat sich angefühlt. Also ich weiß auch nicht. Ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Bin überzeugt. Wie gesagt, lasst mich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Aber ich finde es wirklich nice. Boah, geil. Ist ja eigentlich auch so beliebt. Weil es halt geil auf Sprüngen ist. Alter, sind die Backreed-Taps crazy. Die gehen so gut.
So, das waren erstmal die Eindrücke über PUB. Ich werde jetzt nochmal Hochformat dran machen, deswegen sehen wir uns gleich beim Endresultat, bei der Bewertung. Ja, genau. Nice. Also, wenn es um die Entscheidung zwischen 27,5 Zoll und 29 Zoll Laufrädern geht, ist es im Grunde eine Frage des Fahrstils und der Vorlieben. Persönlich finde ich aber 27,5 Zoll Räder ideal, weil sie agiler und verspielter sind. Gerade wenn man viele steile und technische Trails fährt, bieten sie eine tolle Wendigkeit und lassen sich super, wie man sagen würde, rumschmeißen. Wer gerne Sprünge macht und Wert auf Style legt, wird also hiermit glücklich. Andererseits, wer gerne mit hohem Tempo über Wurzeln und Felsen rollt und die Stabilität eines ruhigen Bikes sucht, fährt mit einem 29 Zoll Rad besser. Die größeren Räder bieten mehr Traktion und rollen über Hindernisse leichter hinweg. Vor allem auf langen, flowigen Strecken oder in ruppigem Gelände merkt man dann deutlich den Unterschied. Also am Ende des Tages kommt es einfach drauf an, was ist also besser für dich. Wenn du es agiler und spielerischer magst, bleibt 27 Zoll das Beste für dich. Und wenn du mehr Stabilität und Laufruhe im Gelände suchst, dann wird 29 Zoll vorne und hinten unschlagbar bleiben. In dem Sinne, Freunde, lasst mir mal einen Kommentar da, abonniert den Channel, teilt es euren Freunden und dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Euer Florian Peters. Bis dahin. Peace.